Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute geht es um das große Mysterium, der weibliche Zyklus. Viel Spaß beim Video. Und der weibliche Zyklus ist deswegen so komplex, weil es ein mega ineinandergreifendes Uhrwerk ist. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, bei YouTube gibt es ja so lustige Videos, wie dann die Dominosteine umfallen, ein Pendel antreiben und das Pendel lässt dann einen Tischtennisball los, der über eine Waage fährt und die wird dann umgeklappt und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und ein bisschen ähnlich kann man sich das so vorstellen und egal wo der Fehler auftritt, entweder gleich am Anfang bei dem ersten Dominostein oder irgendwo beim Pendel, dann funktioniert das Gesamtgefüge einfach nicht. Und das ist auch beim Kinderwunsch oder beim unerfüllten Kinderwunsch ganz, ganz wichtig. Und deswegen müssen da auch einige Blutentnahmen auch mal erfolgen, wenn da Kinderwunsch besteht und es nicht klappt, um einfach mal zu gucken, wo liegt der Fehler. Denn es geht hier oben los beim Zyklus, also im Gehirn und endet dann quasi in der Gebärmutter. Und auf dem Weg dorthin kann viel passieren. Und das gehen wir jetzt mal so im Groben durch. Wie gesagt, nicht im Detail, aber im Groben. Ich zeichne das Ganze jetzt einmal auf. Ich bin nicht der große Zeichner, aber ich glaube, das Prinzip könnte ganz gut klar werden, wie das Ganze so grob vonstatten geht. Also wir fangen damit an, unten einmal eine Achse aufzuzeichnen. Das sind quasi die Tage von Tag 1 bis, ich nehme einen ganz normalen Zyklus. Ich weiß, es gibt längere und kürzere Zyklen, aber wir nehmen jetzt mal für unser Beispiel einen Zyklus von perfekt 28 Tagen, so wie es im Bilderbuch steht. Und dann ist natürlich genau in der Mitte perfekt, wie soll das sein, Tag 14, Tag des Eisprungs. Und wir schauen jetzt mal die einzelnen Komponenten an, was genau da eigentlich passiert. Und wir fangen an mit der Schleimhaut. Was macht denn eigentlich die Schleimhaut während dieses Zyklus? Und die ist natürlich an Tag 1 abgeblutet, ganz niedrig und baut sich jetzt langsam wieder auf, kommt zum Eisprungstag, ist hier schon auf einem ganz guten Niveau, aber das Nest ist noch nicht ganz fertig, es soll noch ein bisschen mehr drauf, wird also noch mehr und jetzt kommt es drauf an, ist die Befruchtung, hat die stattgefunden oder nicht? Sollte es nicht passiert sein, kommt es genau zu dem Phänomen, was viele Frauen sehr lästig finden und das kann ich gut nachvollziehen, es kommt zur Abbruchblutung, zur Periode. Also das Ganze sieht ungefähr so aus, die Schleimhaut baut sich auf, ist zum Tag des Eisprungs schon ganz gut aufgebaut und ist dann so ein paar Tage später perfekt. Das Nest ist vorbereitet und alles ist bereit für die befruchtete Eizelle. Machen wir es mal ein bisschen hübscher. Also das hier ist Schleimhaut. Ich habe eine furchtbare Handschrift, die sieht wirklich so aus. Seht es mir bitte nach. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Hormone an. Und ich möchte dabei nicht komplett ins Detail gehen. Ich werde das wirklich grob lassen. Diese Hormone zu erfassen in allen Funktionen ist ganz, ganz komplex. Es gibt so drei, vier Hormone, die man kennen sollte, kennen kann, gerade im Hinsicht von Kinderwunschpatientinnen. Die kennen sich damit schon ein bisschen besser aus. Und ich erkläre jetzt mal kurz, was diese Hormone machen, wie die heißen und was sie überhaupt im Zyklus zu suchen haben. Wir fangen an mit einem Hormon, das vielleicht aber auch jeder schon mal so ein bisschen gehört hat, denn es ist das weibliche Geschlechtshormon schlechthin, das Östrogen. Was macht das eigentlich? Also, wir fangen auch wieder am Tag 1 an, da ist es relativ niedrig und es geht immer so sukzessive ein bisschen höher, hat irgendwann so kurz vorm Eisprung so einen kleinen Peak, ja, und fällt dann so wieder so ein bisschen ab. Also das ist gar nicht so spektakulär, was das Östrogen macht. Trotzdem nicht zu unterschätzen, auch ganz wichtig für die Schleimhaut, die sich da aufbaut zur Ernährung. Und auch, wir werden es gleich sehen, sind die alle per Rückkopplung miteinander verbunden, die einzelnen Hormone. Also die sind quasi wie eine Gang Freunde und wenn der eine wegfällt, dann fällt er selber auch weg. Also einer für alle, alle für einen. Quasi das Prinzip haben schon die Hormone verstanden, nicht nur die drei Musketiere. So, das sind also die Östrogene. Jetzt kommen wir zu einem Hormon, das hat den Namen FSH, Follikelstimulierendes Hormon. Und das ist so herrlich, weil dieses Hormon heißt einfach mal nach der Funktion. Und ich wünschte, in der Medizin wäre das immer so, aber leider haben sich da viele Menschen verewigt mit irgendwelchen speziellen Namen. Jedenfalls ist das Follikelstimulierende Hormon einfach dafür da, den Follikel zu stimulieren. Was ist denn eigentlich der Follikel? Ich glaube, jede Frau weiß, sie hat zwei Eierstöcke und in den Eierstöcken sind irgendwie die Eizellen drin. Und jetzt kommt der Follikel ins Spiel, denn diese Eizelle liegt da nicht einfach so blanko drin, sondern die ist umgeben von einem Follikel. Nennt man es, was weiß ich, Schutzhülle. Und diese Schutzhülle wächst im Verlauf des Zyklus. Es gibt also am Anfang ganz, ganz viele kleine Follikel mit Eizellen drin. Dieses Follikel-stimulierende Hormon hat die Aufgabe,
die besten Follikel rauszukristallisieren. Das ist quasi wie so ein Energy Drink für die Follikel, die wachsen, wachsen. Irgendwann stellt sich ein dominanter Follikel, der heißt wirklich so, heraus, der wird der größte und der ist auch derjenige, der dann zum Eisprung führt und die Eizelle freigibt. Das male ich gleich noch auf. So hat dieses FSH, dieses follikelstimulierende Hormon, fängt auch so ziemlich basal an nach der Periode, hat dann hier so einen leichten Peak, hat dann zum Eisprung nochmal so einen leichten Peak und fällt dann auch wieder so ab. Und gerade am Anfang, die ersten 14 Tage, sieht man schon die Funktion, das ist am Anfang sehr hoch und gerade dafür da, die Follikel zu stimulieren und dass sie ein bisschen wachsen. Dann kommen wir als nächstes zu einem, wie ich finde, relativ unterschätzten Hormon. Das ist das luteinisierende Hormon, auch LH genannt. Oh, jetzt habe ich ja ganz vergessen, hier dran zu schreiben, dass das FSH ist. Also das ist FSH. Jetzt kommen wir zu dem LH. Und das ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es zum Eisprung kommt, dass er ausgelöst wird. Das hat nämlich, ich werde es gleich einzeichnen, so einen Peak. Und dieser Peak ist Zeichen für den Körper, okay, Eisprung, jetzt sofort. Klar, die hängen mit den anderen zusammen. Heißt, wenn die, ich habe schon gesagt eben, das sind alles Bros. Und wenn die nicht das Östrogen, das Feedback vom Östrogen und vom FSH bekommen, dann kommt es auch nicht zu diesem Peak und dann kommt es auch nicht zum Eisprung. Und das ist genau das Prinzip der Antibabypille. Bringt quasi den Zyklus so durcheinander, dass dieser Verlauf, der in dem Körper einfach festgelegt ist, durcheinander gebracht wird und dadurch kommt es nicht zu diesem LH-Peak und dadurch kommt es nicht zum Eisprung. Also das ist nichts anderes als das Prinzip der Antibabypille. Lange Rede, kurzer Sinn, wir zeichnen das jetzt auch einmal ein. Das ist total unspektakulär. Das hat so ein basales Niveau, hat dann diesen Peak, von dem ich die ganze Zeit rede und geht dann wieder auf das basale Niveau hinunter. Und das ganze LH, luteinisierendes Hormon. Jetzt kommen wir abschließend noch zum letzten Hormon, dann habe ich euch genug gequält. Das ist aber auch ein Hormon, was jeder schon mal gehört hat, Gelbkörperhormon. Gerade in Hinsicht auf Kinderwunsch oder Kinderwunschpatienten kennen dieses Hormon sehr, sehr gut. Das kommt dann zu tragen, besonders zu tragen, wenn es zur befruchteten Eizelle kommt. Denn das hat nichts anderes als die Funktion, die befruchtete Eizelle am Anfang, in den ersten Tagen und Stunden zu ernähren und zu helfen, dass sich da was einnistet, die Schleimhaut aufgebaut zu lassen. Erzählen wir gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal den Verlauf an. Hat also ein relativ basales Niveau und steigt dann hier zum Eisprung hin an. Und jetzt müssen wir mal gucken, kommt jetzt eine Befruchtung oder kommt jetzt keine Befruchtung? Kommt es zur Befruchtung, bleibt das Niveau da oben? Kommt es nicht zur Befruchtung, es hat nicht geklappt, dann geht das Ganze einmal hier runter und ist dann wieder auf dem basalen Niveau angekommen. Und das ist das Progesteron, heißt das auf schlau. Das kennt man, glaube ich, auch so aus dem Volksmund und ist nichts anderes als das Gelbkörperhormon. Wow, das klingt jetzt alles, aber sieht auch total komplex aus. Jetzt gucken wir uns einfach mal den Follikel und die Eizelle dazu an, genau in diesem Verlauf. Also, den geben wir mal diese Farbe. Jeder Eierstock hat ganz, ganz, ganz viele Follikel mit ganz vielen Eizellen in sich. Die sind am Anfang noch relativ klein. Puff, das nennt man dann Primärfollikel. Braucht sich kein Mensch merken, aber vielleicht guckt ja hier der ein oder andere Student auch zu. Dann kommt es zu einem Sekundärfollikel. Es wächst und gedeiht, der Energy Drink, der tut seine Wirkung. Daraus wird ein Tertiärfollikel. Wow, ist schon ein Riesenkoloss. Und jetzt kommt dieser dominante Follikel, der wird auch Graf'scher Follikel genannt, das zum Thema irgendwelche Verewigungen von irgendwelchen Namen. Das ist also so ein richtiges Biest und dem mache ich jetzt einmal kaputt. Hier unten mache ich den mal kaputt, denn da drin sind ja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die Eizellen. Die sind am Anfang noch hier so in der Mitte, wandern nach außen und bupp, oh, ich habe die Eizelle kaputt gemacht, bupp, ist die Eizelle freigegeben. Das heißt, dieser dominante Follikel macht bei diesem Peak, das müsste ich eigentlich genau darüber zeichnen, mache ich jetzt aus Platzgründen nicht, genau bei diesem Peak geht dieser Follikel auf und die Eizelle wird freigegeben und zack, ab durch den Eileiter, Spermien suchen. Das ist also die Funktion der Follikel. Sie schützt die Eizelle und ernährt die Eizelle so lange, bis sie freigibt. Jetzt ist der Follikel aber ein absoluter Workaholic. Der sagt jetzt nicht, okay, ich habe meine Pflicht erfüllt, Eizelle ist geschützt, alles super, sondern er macht direkt weiter, wird dann nämlich, nachdem der Eisprung passiert ist, zum Gelbkörper und dadurch auch der Name Gelbkörperhormon. Und das habe ich vorhin schon erwähnt, dieser Gelbkörper, der das Hormon produziert, ist dafür da, diese befruchtete Eizelle jetzt zu unterstützen, die Schleimhaut aufgebaut zu lassen und die befruchtete Eizelle zu ernähren. Eine Hauptfunktion dieses Gelbkörper oder des Hormons ist auch einfach, diese Schleimhaut, die jetzt maximal aufgebaut ist, da sind ganz viele kleine, feine Gefäße drin, die diese Schleimhaut super durchbluten. Sollte das Gelbkörperhormon wegfallen, dann gehen diese Gefäße ein. Also die gehen einfach ein, das Gewebe, wenn es nicht versorgt ist, stirbt ab und zack, genau das ist Periode, ihr bekommt eure Blutung.
Sollte es also nicht zur Befruchtung kommen, sinken alle Hormone ab, das Gelbkörperhormon sinkt ab, die Gefäße gehen zugrunde und es kommt zur Abbruchblutung. Genau das ist das Prinzip quasi der Periode, das Alte, was nicht funktioniert hat, loszuwerden und Platz für was Neues zu machen. Gut, that's it. Also es sieht komplex aus, wenn man das so hier auf so einem Blatt Papier oder sowas sieht. Aber wenn man dazu die Erklärung bekommt, geht's eigentlich. Das ist ein riesen komplexer Mechanismus. Das fängt oben beim Kopf an, geht runter bis zur Gebärmutter. Es gibt viele Fallstricke, auf jedem Niveau kann irgendwas passieren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, so ein bisschen grob die Funktionen zu kennen. Und dann kann man vielleicht auch mit seiner Ärztin oder mit seinem Arzt ein bisschen besser drüber sprechen, wenn man schon so ein gewisses Basisniveau an Wissen hat. Gut, also was wir wieder festgestellt haben, erstens, ich bin kein großer Künstler. Und zweitens, es ist ein riesenkomplexer Mechanismus und es ist jedes Mal ein Wunder, wenn das funktioniert. Da geht es ja erst los. Ich meine, die Befruchtung an sich ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Was da so vonstatten geht und alles wie naturgewollt funktioniert, ist wirklich Wahnsinn. Okay, ich hoffe, es wurde einigermaßen klar, wie der weibliche Zyklus funktioniert. Wenn da noch Fragen sind, kann ich gerne mal mehr solcher Videos machen, diese Basics-Videos, wie funktioniert man eigentlich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen, abonniere diesen Kanal, adde mich auch bei Facebook und Instagram, um gar nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns einfach bei meinen nächsten Zeichenkünsten wieder. Bis dahin, viel Spaß, ciao.